Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sherlock Holmes. So, wir sind ja hier immer noch im Klassenzimmer und schauen uns hier nochmal ein bisschen weiter um. Okay, da geht's auch nochmal weiter. Was haben wir hier? Diese Jacke gehört dem jungen James. Mhm. Okay. Er ist nutzlos. Was? Er ist nutzlos. Okay, gut. Was ist denn daran abgebildet? Eine Sitzreihe wo wahrscheinlich. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. 1 plus 1 gleich 2. 2 plus 2 gleich 4. Mhm. Na gut. Oh, was haben wir hier? Ein Buch über Studentenvereinigungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Aber sonst haben wir hier nichts. So, jetzt haben wir hier zwei Kästen. Ja, ich weiß, dass der Charakter sich so bewegt. Gut, dann wagen wir uns mal an die Kästchen ran. Anleitung. Oh, man kann die Anleitung öffnen. Okay, Aufgabe. Erstellen Sie mit römischen Zahlen eine logische Folge und benutzen Sie dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Die Zahl x darf nur einmal vorkommen. Also in dem Fall haben wir endlich mal einen Tipp bekommen, den wir hinkriegen dürften. So, machen wir erstmal hier plus 2. Hier haben wir das einzigste Minus und es darf ja nicht größer als 10 sein. Das heißt, wir drehen uns hier schon mal eine 10 hin. So, 10 minus 1. Dann sind wir ja schon mal bei 9. Ja, was können wir hier plus 3 machen? Können wir eigentlich auch ein V kreieren? Geht das? Okay, hier haben wir dann jetzt, halt, Moment, römische Zahlen muss es andersrum sein, ne? Nee, so rum. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Steinchen übrig. 3 plus 3 plus 3, ja, und hier. So. Nicht? So, Moment. Aufgabe. Erstellen Sie mit römischen Zahlen eine logische Folge. Und benutzen Sie dabei alle Teile. Ja, logisch sind die. Also, Ah, nee, halt, das ist ja gar kein Minus. Ich wollte gerade sagen. Ja, 2 plus... Hä? Oder passt der hier oben nicht? So. Weil 5... Naja, wir könnten das auch so machen. Oder muss ich den hier umsetzen? Hä? Nochmal. Also, wir haben eigentlich eine logische Reihenfolge. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein. Und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Die Zahl x darf nur einmal vorkommen. Ja, wenn wir sie hier hinsetzen, 10 minus 3 sind 7. Ha. Aber müsste das dann nicht irgendein genaues Ergebnis sein? Die Zahl x darf nur einmal vorkommen. Warum darf sie nur einmal vorkommen? Ah.
Aha. So, auf. Ich denke mal, das sind jetzt hier nur die Aufgaben. Aufgabe 1, 2, 3 und 4. Weitere Hinweise habe ich jetzt hier nicht. Ich kann hier auch nichts weiter klicken. Setzen wir mal zurück. Wir haben nur einen Minus. Das heißt, es kann ja hier eigentlich nur die 10 hin. Oder, nee, warte. Die Zahl X darf nur einmal vorkommen. Ja, haben wir ja dann somit. Weil 10. Aber was nehmen wir jetzt Minus? Nehmen wir jetzt mal eine größere Zahl. Oder muss sie... Nee, das haut nicht hin. Das kann ja nicht 3 ergeben, denn. So, das hier sind jetzt 4. Ah. Oder heißt das, wie viele Stäbchen wir verwenden dürfen? Nur. Das heißt, hier müssten 4 Stäbchen hin. Soll ich denn hier 4 Stäbchen reinkriegen? Wenn ich hier nur ein Stäbchen, hier 2 Stäbchen. Wir könnten das hier zu 5 machen. So. Setzen wir mal 1 rüber. Ich muss aber auch alle Stäbchen verbauen. Und hier dürfen nur 3 sein. Das heißt, hier kommt nur einer hin. Hier hätte ich 4, aber wie kriege ich hier 4 rein? Ich habe ja hier nur 3 insgesamt. Eine römische Zahl. Das wird ja auch gar nicht hinhauen. Ich soll ja alle Stäbchen verbauen. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Ach so. Jedes Ergebnis muss ja größer als das vorherige sein. Das heißt, hier hätten wir dann quasi 5. Dann heißt es hier 5 plus 3. Momentchen. Ich glaube, ich hab's. So, wenn wir nämlich hier jetzt 5 plus 1 in römischen sind ja 6. Dann haben wir hier 6. Das heißt, ich brauche hier noch ein Stäbchen. Dann haben wir hier 6 plus... 3 plus 3 sind 6. Das Ergebnis ist 6. Denn 6 plus... sind 9. Ja, ich glaube, ich habe irgendwas falsch verstanden. So, und hier muss... Also, wenn wir das jetzt hier vollfüllen, dann haben wir... 3 plus 3 sind 6. Hier haben wir... 6 plus 3 sind 9. Da fehlt uns dann halt einer. Und ich kann dann ja nicht noch einen hinsetzen, oder? Kann ich da noch einen hinsetzen? Ja, aber eigentlich römisch plus 2. Weil hier müsste ja das X hin. Oder wenn ich das jetzt hier hinsetze. Minus 10 wäre 0. Nee, das muss schon hier hin, sonst ergibt das ja keinen Sinn. Nur hier haben wir das Minus. Jetzt ergibt es auch Sinn, dass wir nur eine 10 verbrauen dürfen. 3 plus 3 sind 6. Dann müsste die obere Reihe eigentlich so stimmen. So, was nehmen wir jetzt Minus, damit wir das hier hinkriegen? Weil das hier muss ja jetzt quasi... Ja doch, das müsste gehen, oder? Dann fehlt mir genau einer. Wenn ich hier nämlich jetzt minus 4 mache, dann müsste hier minus 6 sein. Aber dann haut das nicht ganz hin.
Dann würde das hier plus ergeben. Das heißt, ich habe 1 zu viel. Ich habe hier immer noch 1 zu viel. Ah, es ist halt immer blöd, wenn man gleich zu Anfang dann halt anfängt, ein Rätsel zu lösen im Let's Play. Und man möchte ja das Rätsel eigentlich auch schon alleine lösen. Das Vorspulen wird mir jetzt so... Das ist ja ein Rätsel, wo ich meinen Tipp kriege. Gut, gehen wir nochmal ganz in Ruhe durch. 3 plus 3 wären 6. Das nächste wäre dann sozusagen das 6er Ergebnis. Wenn ich jetzt hier aber 2 plus 3 ergibt 5, dann haben wir hier die 5. 5 plus 3 ergebe 8. Das heißt, hier müsste es minus 2 sein. Dann habe ich aber 3 übrig. Es muss eine ganz genaue Zahlenreihenfolge. Ganz normale Zahlenreihenfolge sein. Also das Einzige, was jetzt hier feststeht für mich, ist quasi der hier. Weil das wird ist die einzige Möglichkeit, wie du mathematisch eine 10 einbauen kannst. Und ich denke mal, wir müssen auch eine 10 einbauen. Aber wie kommen wir hier jetzt auf die 10? Weil ich denke mal, hier 1... Naja, hier, hoppala. So, 3 plus 3 würden 6 ergeben. Dann hätten wir hier... Könnten wir jetzt sozusagen 6 plus 2. Ich glaube, ich rechne schon wieder zu kompliziert. Wären wir bei 8 plus 3. Nee, halt. Jetzt habe ich mich ja total ausgeklügelt hier. So, nochmal. 3 plus 3 sind 6. Plus 2 sind 8, plus 3 sind 11. Das heißt, hier würde es überschreiten. Das heißt, hier kann ich nur plus 4 gehen. So, machen wir es mal so. Dann hätte ich jetzt hier 10. So, 10 minus 3 wären 7. 7 kann ich aber nicht darstellen. Und ich habe 1 zu viel wieder. Hier kann ich auch nichts dran verändern. Okay. Es darf nicht größer als 10 sein. Und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Moment. Das heißt, ich darf ja hier eigentlich nicht größer werden. Am Anfang. Weil wenn ich am Anfang schon zu groß bin... Dann klappt das doch gar nicht. Hier das Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Na gut, bevor ich mich jetzt hier an einer Folge nur mit diesen Kasten beschäftige, schauen wir nochmal... Oh, was haben wir hier? Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Okay, haben wir irgendwas um die... Die Tafel. Nee. Wir haben auch noch ein Buch. So, wir hatten ja hier noch vorne was. Mal sehen, was sie hier haben. Fotografie. Okay. Warum kann ich hier mit einer Lupe dran? Fotografie 2.
Warum kann ich hier mit einer Lupe dran? Ist die Frage. Ach du Heilige. Wir können da sogar noch drehen ohne Ende. Bombay. Okay. Jo, wir können einmal die gesamte Welt hier. Los Angeles, Washington, New York, Chicago. Madrid, Paris, Berlin. London. Moment. Ist das nicht der Big Ben? In London. Der Big Ben. Richter Beckett hat in London geheiratet. Und zwar am Morgen, da es erst 10 Uhr ist. Wie weit kann ich die Zahlen hier einstellen? Okay. Glaub, ich hab's. So. Perfekt. Jawohl. Und hier? Die Uhr steht auf 18 Uhr. Interessant. Der romantischste Abend meines Lebens. Im heißen Bombay. Okay, jetzt müssen wir mal Bombay suchen. So. Gehen wir hier mal kurz durch. Da ist es doch schon. Ach so, ja, stimmt, das Weiße ist die Land... Jetzt erkenne ich erst die Landkarte richtig. Ja, hier, Bombay. So, und was war die Uhr? Die Uhr steht... 18 Uhr. Perfekt. Das war's. Kinderleicht. Das war jetzt wirklich mal kinderleicht. Ein Schlüssel. Okay, ein Schlüssel. Wir haben jetzt noch ein Schulbuch, ein Schlüssel und Rudergabeln. Okay. Ich hoffe mal, das war's jetzt mit dem Rätsel. Gehen wir jetzt doch nochmal hier drüben rüber. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas Interessantes. Das wird die Haustür sein. Machen Sie sich Notizen, Watson. Wir kommen überhaupt nicht weiter. Woher sollen wir wissen, was das bedeutet? Ich weiß selber noch nicht mal, was das bedeutet. Was haben wir denn da jetzt gefunden? Lord Beckets Dokument. Okay. Kommen wir hier hinten raus? Es gibt keinen Grund, die oberen Stockwerke aufzusuchen. Aus den Zeitungen wissen wir, dass dieser Teil des Gebäudes leer steht. Von oben wird niemand kommen und uns überraschen. Okay. Das ist zweifellos das Büro des Richters. Die Tür ist zweifach verriegelt. Wir sollten die Tür nicht gewaltsam öffnen und auch keine Fenster einschlagen. Richter Beckett könnte jeden Augenblick zurückkommen. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Irgendwo hat er oder eine Person, der er vertraut, bestimmt einen Zweitschlüssel. Genau, und den haben wir ja schon gefunden. Tada! Wir sind im Büro des Richters, Holmes. Was haben Sie vor? Wollen Sie hier alles auf den Kopf stellen? Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich gehe nicht, bevor ich gefunden habe, wonach ich suche. Denken Sie an Ihre Kekse, wenn wir gehen, Holmes. Natürlich, Watson. Glaube ich nicht. Ich glaube, das Paket bleibt hier stehen. Eine Habano Clarissimo-Zigarre. Mhm. Hier ist nichts Interessantes. Okay, das kannst du mit einem Blick sagen. Das ist ja cool. Was haben wir hier? So viele Trophäen. Der Richter ist bestimmt stolz darauf. Wer ist nicht stolz auf seine Trophäen? Was haben wir hier? Ach, dafür brauchen wir... Unter den Öffnungen ist ein Mechanismus zu erkennen. Ja, gut. Jetzt haben wir eine Rudergabel eingesetzt. Finden Sie heraus, welcher Studenten... Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Okay. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Mhm. Ist da alles Studentenvereinigung? Finden Sie heraus, welcher Studentenvereinigung Richter Beckett angehört.
Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Tretet uns bei. Unsere Erfolgsquote liegt konstant bei 3,14. Das ist Pi. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Universität von Columbia, Pennsylvania, New York. Mir fehlen Informationen. Ja, ich merke schon, dass mir Informationen fehlen. Das ist vielleicht... Dieser Gentleman... Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Löwe mit... Nee, ich glaube, uns fehlt hier noch ein bisschen was. Diese Tür ist äußerst robust. Und da ist kein Schloss. Am besten sehen wir uns hier weiter um, Holmes. Ja. Besser ist es. Da haben wir noch eine Rudergabel. Eine Rudergabel? Muss ein Souvenir sein. Okay. Haben wir hier vielleicht noch am Schreibtisch irgendwas? Hier haben wir nichts. Nee, hier ist auch nichts mehr. Gut, mit der zweiten Rudergabel vielleicht? Unter den Öffnungen ist ein Mechanismus zu erkennen. Unter den Fehlt mir noch eine dritte. Diese Ruder lassen sich drehen. Watson, das ist wirklich ein höchst ausgeklügeltes System. Es handelt sich dabei um einen Öffnungsmechanismus. In der Tat. Aber müssen wir da überhaupt rein? Richter Beckett ist sehr wohlhabend und das Zimmer enthält möglicherweise nur gewöhnliche Wertgegenstände, die er vor Dieben schützen will. Türen sind dazu da, um geöffnet zu werden, mein werter Freund. Okay. Ja, aber uns fehlt ja dann noch eine Rudergabel. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier nichts finden... Ermahnung. Der kleine Scherzkeks, der sich an den Griff... für den Süßigkeitenschrank ausgeliehen hat, möge diesen bitte unverzüglich zurückgeben. Wenn sich der Griff vor Wochenende wieder an seinen Platz befindet, werde ich von einer Bestrafung absehen. Andernfalls sehe ich mich leider gezwungen, die gesamte Klasse zur Verantwortung zu ziehen. Lady Beckett. Sieht ganz so aus, als würde es in jeder Schule freche Schüler geben. Apropos freche Schüler... Wir haben doch hier eine... Süßigkeitenpapier, das einem Schüler aus der Jackentasche gefallen ist. Genau. Hat er vielleicht den... Griff irgendwo? Nee. Nehmen wir mal das Messer zur Hand. Diese Jacke gehört dem jungen James. Oder ist hier vielleicht irgendwo noch ein Schrank? So eine Art Kleiderschrank. Eine Schachtel mit Süßigkeiten. Wahrscheinlich, um fleißige Schüler zu belohnen. Ja. Eines der griechischen Bücher ist aufgeschlagen. Vielleicht der Stoff der letzten Unterrichtsstunde. Alles deutet auf jemanden hin, der nicht will, dass man diesen Schrank öffnet. Was Grund genug ist, ihn zu öffnen. Schüler James hat den Griff zum Süßigkeitenschrank gestohlen, damit er sich dort nach Lust und Laune bedienen kann. Wenn wir seinen Tisch finden, finden wir auch den Griff. Siehst du wohl. Meine ich doch. So. Seinen Tisch. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Mit Hilfe dieses Sitzplans finden wir vielleicht heraus, an welchem Tisch James sitzt. Ja, Alyssa und Talila sind wirklich reizende Geschwister. Sie bringen es nicht übers Herz, sie auseinanderzusetzen. Hoppala. Es ist wichtig, Kindern Verantwortungsbewusstsein beizubringen.
dem man kleinere Aufgaben zuteilt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sie diese Aufgaben körperlich und gegenseitig gewachsen sind. Die Reihensprecher sind mit der Flagge gekennzeichnet. Andere Aufgaben werden anhand von kleinen Bildchen dargestellt. Bei Gemeinschaftsübungen sammeln sie sich immer 4 Kinder um einen Tisch. Aha. Antasia ist sehr hübsch und gebildet. Sie wird bestimmt einmal ein gutes Leben haben. Ihr Platz ist links von Ophelia, weil diese sehr nett und geduldig ist. Und Anastasia sicher dabei helfen wird, sich hier schnell zurechtzufinden. Lewis hat Augen wie ein Adler. Neulich hat er ein Luftschiff vom Himmel gesehen. Das habe ich gleich zum Anlass genommen, um eine Stunde über die Eroberung der Lüfte abzuhalten. Ach so, ich kann sie nur auf... Aha. Gießental, ja. So. Sich hier schnell... wird bestimmt ihr Platz links von Ophelia. Alyssa und Talia sind wirklich reizende Geschwister. Ich bringe es nicht übers Herz, sie auseinanderzusetzen. So. Sitzen die beiden Kinder zusammen. Haben wir hier noch mehr? Nee. Gut, bevor wir jetzt hier aber Überlänge machen, machen wir jetzt hier erstmal einen schnellen Cut. Ich überlege mal kurz. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich mit dem Ergebnis. Also, schaltet wieder ein und bis dann.